Fernweh in der Karibik mit Transa Outdoor Ausrüstung und Globetrotter Travel Service. Das ist Fernweh, eine Reise durch die Karibik, von Trinidad auf Kuba. In unserer dritten Sendung sind wir zu Martinique, im Hafen von Les Trois Îlets. Immer noch, muss man sagen, wir hängen nämlich fest. Unser Captain ist seit einer Stunde überfällig. Man hat uns ja gesagt, dass man auf der Insel vor allem eins muss lernen muss, nämlich oben runterkommen. Oder easy going, ein hinterlehnen, nicht zu fest stressen. Von Stressen ist keine Rede, aber weiter würden wir trotzdem gern. Auf die nächste Insel, Dominica. Ja. Vous ne trouvez pas de l'essence? Ich finde kein Benzin, jetzt komme ich dann aber. Gib mir persönlich nicht so Hoffnung in seine Fähigkeiten. Une demi-heure. Eine halbe Stunde. Une demi-heure carabienne. Und trotzdem. On verra. Eine karibische halbe Stunde. Aus der halben wird dann nochmal eine ganze Stunde, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Er kommt wahrscheinlich schon noch. Irgendwann. Und sonst wollen wir schwimmen. Zum Schwimmen wäre es dann doch ein bisschen weit. Wir wollen nämlich von Martinique über Dominica bis auf Montserrat. Fernweh Karibik. In dieser Sendung tauchen wir ab. Auf der Suche nach versunkenen Piratenschätzen. Wir treffen auf Schweizer Auswanderer und wandern selber durch den Dschungel zu einem kochenden See. Wir zeigen Ihnen, unter welchen Bedingungen Bananen produziert werden, die wir in der Schweiz essen. Und auf der Vulkaninsel Montserrat geraten wir mitten in eine aktive Phase. Und das macht nicht nur die Inselbewohner nervös. Das ist Fernweh in der Karibik, eine Reise voll von Gegensätzen. Marc, bist du der Marc, unser Captain? Er ist es, hat gedankt und in dieser karibischen Halbstunde offenbar eine Zeit gehabt, um eine ganze Mannschaft an Bord zu holen. Abgemacht haben wir nämlich nur mit einem. Ja, sorry, es ist ein bisschen länger gegangen. Okay. Maintenant, aber jetzt sind wir bereit für uns, für die Fahrt auf Dominica. Voll und ganz. 100%. Okay. Oui, oui. Mehr voll als ganz. Das merken wir schnell. 100% und noch ein paar Promille. Nicht nur das Boot hat auch noch tüchtig Treibstoff getankt. Die Jungs, die haben schon hohen Wellengang, wir sind noch nicht mal aus dem Hafen draußen. Von Martinique über das Karibische Meer bis Dominica sind es rund 80 km. Mir ist es nicht wirklich wohl und das hat mit Seekrank überhaupt nichts zu tun. 2 Stunden haben wir, sagt der Captain. Aber sicher ist auf diesem Boot glaube ich gar nichts. X-mal langen sie Kühltruhe. Endlich eine Flasche Wasser, jetzt werden sie vernünftig, habe ich gemeint. Aber die brauchen es nur, um das Bier aufzutun. Unser Ziel, Dominica, ist in Sichtweite. Aber außer mir pressiert es hier ganz offensichtlich niemandem. Eigentlich hätte man nichts anderes können erwarten, oder? Das Campen, ja, das Männer, die zur See fahren, recht eine eigene Beziehung zum Alkohol haben. Das ist wahrscheinlich bei den alten Piraten nicht anders gewesen. Und die Spuren der Piraten, die fände man doch noch auf der einen oder der anderen Insel, hat man uns gesagt. Vor allem auf Virgin Islands. Und die Spuren der Piraten suchen, ist unsere Fernwehreporterin Viviane Barbieri. Der Meeresgrund der Karibik ist ein Paradies für Schatztaucher.
Experten schätzen, dass allein rund ums 17. Jahrhundert Gold- und Silbersachen im Wert von über 20 Milliarden Franken versunken sind. Schätze von Kolonialschiffen, die den Kampf gegen Hurricanes und Piraten verloren haben. Vor rund 300 Jahren haben noch ganze Horden von Seeräubern das karibische Meer unsicher gemacht. Und Virgin Islands mit ihren vielen kleinen Inseln sind das perfekte Piratenversteck gewesen. Die Virgin Islands liegen am nördlichsten Punkt der kleinen Antillen. Die Inselgruppe ist steil. Der Osten gehört zu England, der Westen zu Amerika. Die Insel St. Thomas war früher eine dänische Kolonie. Sie hat als regelrechte Piratenhöhle gegolten. Die ersten Piratenspuren finde ich im Souvenirshop Pirates Chest, das Piratennest. Zwischen T-Shirts, Postkarten und Piratenkitsch liegen ganz hinten im Laden ein paar echte Schätze. Unter anderem alte Gold- und Silbermünzen. Der Martin ist ein grosser Münzenfan und hilft ab und zu im Laden aus. Begeistert zeigt er seine Schätze und erzählt die ein oder andere Piratengeschichte dazu, wie die von der Todesinsel. Todesinsel heisst es so, weil ein Kapitän versucht hat, von den Piraten zu flüchten. Versucht nie, von den Piraten zu flüchten, es kommt nicht gut. Der Captain hat sein Schiff lieber versenkt, als den Piraten übergeben und ist mit seinem Mann an Land geflüchtet. Daraufhin sind die Piraten so hässig geworden, dass sie zur Strafe mehrere geköpft haben. So eine Münze hat heute ihren stolzen Preis. Sie kann bis zu 8'000 Dollar kosten. Ich frage Martin, ob man hier in St. Thomas auf Schatzsuche gehen kann. Im Hafen von St. Thomas liegen heute über 400 Schiffswracks. Wir finden dort unten alles Mögliche. Alles, was es früher auf einem Schiff gegeben hat. Aber es ist verboten, im Hafen zu tauchen. Die Sachen, die du im Laden siehst, sind irgendwo im Wasser gelegen. Irgendwo muss es also richtige Schatztaucher geben, die die Sachen im Wasser zusammenlesen. Ich mache mich auf die Suche. Genauso wie man im Bündnerland keine Wilderer findet, gibt es auf St. Thomas natürlich auch keinen Schatztaucher. Die Einheimischen wissen, wer beim Schatztauchen verwünscht wird, kommt eine deftige Strafe über. Denn was auf dem Meeresboden liegt, ist geschütztes Kulturgut und gehört der Regierung. Ich versuche es am Hafen. Dort treffe ich tatsächlich einen echten Schatztaucher. Wo der meine Kamera sieht, will er gerade abhauen, aber ich gebe nicht so schnell auf. Es hat dann doch noch geklappt. Ich darf mit meinem Hobbypirat auf Schatzsuche gehen. Seine einzige Bedingung war, wir dürfen nicht erkennen. Mein Schatztaucher, sagen wir dem JT, ist über seine Leidenschaft für alte Münzen zum Wracktauchen gekommen. Ich habe schon immer mit einem Metalldetektor Münzen gesucht. Als ich in die Karibik gezügelt bin, habe ich angefangen, auch unter Wasser nach Münzen zu stöbern. Unter Wasser ist man nämlich völlig ungestört. Münzen sind das, was mich am meisten interessiert. Und ich bin ziemlich gut in Münzen finden. Da unten liegen Münzen aus der ganzen Welt. Du kannst zum Beispiel ein amerikanisches 5-Cent-Stück von 1975 finden und gerade daneben liegt eine 200 Jahre alte spanische Münze. Endlich geht's los mit der Schatzsuche. Die versunkenen Schätze liegen schon hunderte von Jahren auf dem karibischen Meeresboden. Doch erst seit es Echolot Spezialkameras und Metalldetektoren gibt, kann man im grossen Stil das Piratengold suchen. Professionelle Schatztaucher sind zu richtigen Investmentunternehmen geworden. Unterwegs mit ihren Hightech-Schiffen und der Lizenz zum Schatzsuchen haben sie schon ganze Kisten voll Gold- und Silbermünzen gefunden. Mein Hobby-Schatztauchen lange den Metalldetektor. Für ihn ist schon die Schatzsuche selber ein Abenteuer. Die Freude ist umso grösser, wenn er etwas findet.
Nach einer guten halben Stunde taucht der JT endlich wieder auf und zeigt mir, was er gefunden hat. This is nice. Das ist super. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es kommt aus St. Thomas, da kann man es lesen. Das ist eine Kohlepfandmarke von 1920. Da heißt es West Indian Company. Frauen, die Kohle auf dem Kopf zum Hafen gedreht haben, um Dampfschiff zu beladen, haben das häufig bekommen. Die ist aus Bronze. Das ist ziemlich cool. Das liegt auf jeden Fall schon lange da unten. Man findet die ab und zu. Ich habe auch schon solche gefunden. Die letzten vor ein paar Jahren. So, das war ein guter Tag. Ich bleibe noch ein bisschen bei meinem Hobbypirat auf dem Wasser. Heute haben die Piraten auf St. Thomas viel einfacher. Sie warten an Land auf gigantische Kreuzfahrtschiffe. Und Touristen kommen ganz freiwillig ins Piratennest und lassen sich ausnehmen. Dem sagt man, glaub, Fortschritt. Auch wir haben es geschafft. Wir sind angekommen auf Dominica. Übrigens nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik. Eine kleine Insel zwischen Martinique und Guadeloupe. Bei der Entstehung der Welt ist der grosse Schöpfer angegangen und hat eine grosse Handvoll Edelsteine genommen, Lupereine natürlich, und hat sie so mit Schwung ins Meer rausgeworfen. Und aus diesen Edelsteinen sind dann die karibischen Inseln entstanden. Legende. Aber wenn es so wäre, dann ist klar, dass der Smaragd unter diesen Edelsteinen, das ist Dominica, die grünste von allen Karibikinseln. Und dass Dominica so grün ist, das verdankt diese Insel vor allem am Wasser. Von dem hat es wirklich viel. Man sagt, es hätte hier für jeden Tag im Jahr mindestens einen Fluss. Und diese Feuchtigkeit, die macht Dominica wirklich zu einem Naturparadies. Dominica ist eine Pirateninsel, wild und unberührt. Hotelbunker gibt es keine. Kreuzfahrtschiffe schwemmen den Tag durch ein paar hundert Touristen ans Land und nehmen es abends dann aber auch wieder mit. Dominica ist ein ursprünglicher, ruhiger Teil der Karibik. In die ehemalige Kolonie von England ist wenig investiert worden seit der Unabhängigkeit von 1978. Ein paar Meter weg vom Meer treffen wir auf zwei blonde, herzige Buben. Das ist der Jérôme, 7. Und sein 11-jähriger Bruder, der Yannick. Sie heissen Burkhard zum Nachnamen und gehen hier auf Dominica in die Schule. Das ist Integration einmal umgekehrt. Die Eltern von Jérôme und Yannick sind ausgewanderte in die Schweizer. Ein bisschen oberhalb der Schule ist die Heim der Familie Burkhard mit einer Terrasse zum Träumen. Ich komme gerade richtig. Chris und ihren Mann Andy sind am Mittag machen. Kokosnuss macht man hier mit den Macheten auf. Übrigens auch, wenn die Kamera nicht auf Besuch sei, sagt Chris. Beide Burkhards sind Turnlehrer. Vor 17 Jahren haben sie in der Schweiz eine Auszeit genommen und sind auf Dominica gekommen. Und jetzt sind sie halt immer noch da. Ihr Familien- und Berufsleben spielt sich ganz auf dieser karibischen Insel ab. Wobei ich könnte es mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, zum Auswandern. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht der Inseltyp. Ich habe das Gefühl, man muss für das auch ein bisschen geboren sein. Hast denn du schon immer gewusst, dass das für dich? Also ich habe immer gerne gedacht, irgendwann möchte ich mal auf eine Insel. Und ich habe schon immer gerne Natur und so. Und so ein bisschen urchig und so, das hat mir immer schon gefallen.
Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass wir hier wohnen können, also leben. Ich denke, wir sind mal hier für 2 Jahre. Ein Leben für den Sport. Chris und Andi Burkhardt haben ihr Ziel schon erreicht. Sie haben den Sportunterricht eingeführt in den Schulen. Regelmässig und mit Lehrplan. Etwas, was es vorher so nicht gegeben hat auf Dominika. Der Einsatz hat Andi einen Job im Sportministerium eingebracht und viel Respekt. Und einen grossen Auftritt an den Olympischen Spielen. Das ist mein Freund, der ist jetzt in Amerika. Jerome Romain. An der Olympiade in Athen. Das war Präsidentin. Und ich bin der Coach. Also, du bist auch eingelaufen? Ja. Ah, schau dir das an! Aber das ist ja... Großer Moment im Leben, gell? Jetzt so, ich sehe es gerade. Ja. Es geht mir gerade gleich, wenn ich so sehe und mir vorstelle, oder in dem Stadion in Athen einmarschieren. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist super. Was ist denn schwierig? Weißt du, um wirklich die Leute an die Spitze zu bringen jetzt von so einer kleinen Insel? Für uns hier ist es schwierig, weil wir haben die Anlagen nicht, die zum Beispiel Jamaika hat, und das Geld von der Regierung nicht, die Jamaika hat. In Jamaika ist es eine Kultur. Von klein auf schaut man, wer ist der Schnellste. Die haben die Stadien voll für Schulwettkämpfe. Das hat es hier nicht. Da hat es kaum Eltern, die schauen können. Mhm. Weil der Sport hat nicht den Wert wie in Jamaika. Sonst glaube ich, hätten wir da auch so Potenzial wie ein Usain Bolt. Ich könnte dich irgendwo jetzt in ein Hütli bringen und ich könnte dir einen zeigen, der genau gleich aussieht wie Usain Bolt. Aber es ist schon faszinierend, wenn man schaut, ganz viele der schnellsten Menschen der Welt, ja, oder? Usain Bolt, Merlin Otti, es gibt xx andere auch noch, kommen von diesen Karibikinseln. Ja. Warum ist denn das? Ja, also meine Theorie ist, dass man... Die Geschichte ist natürlich... So, dass man aus Afrika hat man die Besten ausgelesen, die Stärksten. Also du redest von Sklavenzeiten? Ja, Sklavenzeiten. Und dann, die Reise war ja auch nicht so förderlich für die Schwächeren. Und die sind dann auch noch gestorben auf der Reise. Und dann hat man eigentlich die Stärksten und die, die das überlebt haben, die hat man da auf die Insel gesetzt und hat viel Carbohydrates und viel gearbeitet. Und wenn man das anschaut, die Menschen sind einfach muskulös. Ohne dass sie in Gerät rum gehen oder in den Gym gehen und Gewicht stemmen. Mhm. Und ich denke schon, dass genetisch ist da einfach etwas. Und die haben sich ja dann wieder vermischt. Also, da ist einfach genetisch etwas da, was andere nicht haben. Dank Mandy und Chris haben die 10.000 Schulkinder auf Dominika jetzt geregelten Turnunterricht. Auch die eigenen Buben, die aus der Schule zurück sind und Hunger haben. Das ist eine Tradition in Dominika. Der, der gekocht hat, darf oder muss rausgehen. Du musst öpfen und der muss abwaschen? Eigentlich haben wir mal einen langen Deal gehabt, früher. Der kocht, muss nicht abwaschen. Aber. Manchmal. Aber nicht. Aber nicht. Ich halte mich nicht so drauf. Aber nein, du willst ihn abwaschen. Beruhigend zu hören. Auch in der Karibik sind die Diskussionen am Mittagstisch nicht gross anders als bei uns. Wir sind in letzter Zeit auch noch nicht einmal auf der Veranda geschlafen, gell? Nach dem Mittag zeigen mir Chris ihr neues Hobby, den Garten. Inselweit ist sie die Einzige, die Schnittsalat anpflanzt und verkauft. Nach ein bisschen Pröbeln wächst er jetzt bestens. Wir müssen noch ein bisschen umbauen, da haben wir noch ein bisschen Rucola. Komm, zeig es mal. Du kannst jetzt einfach hier ernten. Du kannst jetzt einfach hier zack durchschlagen. Willst du das machen? Ich bin jetzt gerade schnell einen Schritt zurück. Ich habe gerade gesehen, ich wie du hier ausgeholt hast. Also, ist gut. Ich hebe da, weil dann, ja. Das ist einfach ein grösseres Problem. Ich muss okay, musst du höher rauf. Also, du musst hier heben und dann einschlagen. Ja, dann kannst du auch 2, 3, je nachdem. Ja. Mach's einfach. Geh ein bisschen weg. Ich will nicht schuld sein, wenn da das karibische Glück ein jähes Ende findet. Ah, voilà, oh, super! Ja, ich, das du kannst also da. Pass auf, dass es nicht runtertropft, es gibt Flecken. Ah, das sind deine schönen Transa-Hosen. Dass man Bananen so ernten dürfte, für uns eher die Ausnahme sein. Oder das, was wir eher kennen, Grossverteiler, Bananen auf die Waage legen, das Eis drücken. Weil Bananen ist immer das Nummer 1.
weil diese Frucht am meisten verkauft wird und vor allem, weil sie auch rund ums Jahr verkauft wird. Und viele von diesen Bananen die kommen hier aus dem karibischen Raum. Und Otto C. Honecker ist vor 25 Jahren auf Changuinola, auf Panama gegangen, um mal zu schauen, unter was für Bedingungen diese Bananen dort produziert werden. Und jetzt, 25 Jahre später, ist er noch mal schauen, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Das ist die Karibikküste von Panama. Seit über 100 Jahren wird sie von einer amerikanischen Firma beherrscht, von der United Fruit Company. Vor 25 Jahren bin ich zum ersten Mal hier angekommen und habe einen Doc über den internationalen Bananenhandel gedreht. Damals war Changuinola ein kleines Kaff mit riesigen Bananenplantagen und alles war ein Profit vom amerikanischen Multi untergeordnet. Changuinola liegt in Panama an der Karibikküste, nahe an der Grenze von Costa Rica. Heute, 25 Jahre später, ist Changuinola eine kleine Stadt mit etwa 50'000 Einwohnern, mit Auto, Läden und allem, was dazugehört. Aber noch immer steht Changuinola ganz im Zeichen der Banane, genauer von Chiquita. Vor 25 Jahren sind wir mit dem Chef durch die riesige Plantage gefahren, wo alles auf Gewinn drin war. Der Chef war ein Deutscher, er ist jetzt pensioniert. Auch heute sind wir mit dem Auto unterwegs, zwischen 8 Millionen Bananenbäumen. Der jetzige Chef heisst Alfredo Villavicencio und ist ein Einheimischer. Unter dem Druck der Fairtrade-Konkurrenz hat sich da sehr viel geändert. Zwar wird noch immer sehr effizient produziert, aber Chiquita erfüllt jetzt Sozial- und Umweltauflagen und ist zertifiziert von der Rainforest Alliance, einer amerikanischen Umweltorganisation. Wir wollen auf unserer Plantage weniger Chemie einsetzen. Ein Mittel dazu sind Bodenpflanzen. Und zwar sonnige, die im Schatten der Bananenbäume wachsen. Diese Bodenpflanzen sind erst kürzlich angepflanzt worden. Man nennt sie Orejas de Raton, auf Deutsch Rattenohren. In 6 Monaten werden sie sich da voll ausbreitet haben und nachher müssen wir fast kein Herbizid mehr einsetzen. Vor 25 Jahren waren Sprayflugzeuge fast dauernd im Einsatz. 64 Mal ist jedes Feld pro Jahr mit einem chemischen Regen bespritzt worden. Und oft haben alle drumherum etwas davon abbekommen. Gespritzt wird auch heute noch. Aber das hat sich dramatisch geändert. Die Anzahl Sprayflüge ist dank der Rattenohren um 30% reduziert worden. Und alles ist heute Hightech. Das Sprayen wird mit GPS gesteuert. Jede Bewegung, die der Pilot fliegt, wird von dem Mann auf dem Computer mitverfolgt. Er sieht jedes Flugzeug und kontrolliert genau, dass möglichst keine Chemikalien daneben gehen. Der Spray gilt vor allem der schwarzen Sigatoka, einer hartnäckigen Pilzkrankheit, die in der Karibik Bananenpflanzen befällt. Vor 25 Jahren haben wir gefilmt, wie der Francisco Smith Bananenstuden abgeschnitten hat. Er ist heute nicht mehr da. Das Abschneiden ist aber noch immer genau gleich. Eine schwere Handarbeit. Bananen werden vom blauen Plastiksack befreit, wo sie gegen Insekten geschützt hat. Man schneidet sie grün, denn sie haben noch einen langen Weg vor sich. Die Arbeiter geben sich Mühe, die Bananenhände möglichst nicht zu beschädigen. Die Bananen werden an einem Stahlseilbändchen aufgehängt und so weiter transportiert in die Wäscherei und Verpackungsanlage. Wir haben einen Mitarbeiter gesucht, der die frühere Zeit noch erlebt hat, und den Andres Abrego gefunden, ein Bändchenfahrer. Er ist seit 31 Jahren bei Chiquita tätig. Listo. Erinnern Sie sich, wie es vor 25 Jahren war? Ist es härter oder weniger hart? Weniger hart. Heute ist es viel härter. Aber dafür zahlen Sie heute mehr. Oh nein. Wie lebt man heute mit den Bananen?
Wir verdienen zu wenig. Alles ist viel zu teuer und wir verdienen nichts. Er wohnt in dieser Siedlung in der Nähe der Felder. 90% der Arbeiter besitzen heute ihre Häuschen selber. Auch das ein Programm von Chiquita. Der Andres Abrego hat 9 Kinder. Kunststück hat er schwer mit seinen 16 Dollar netto pro Tag. Unter dem Druck der Konsumenten in Europa hat Chiquita aber auch diverse Umwelt- und Sozialprojekte in die Wege geleitet. Das sind Häuser der Novi Indios. Aus alten Plastiksäcken der Chiquita-Plantage stellen die Frauen Handarbeiten her. Das Ziel ist, den Eingeborenen zusätzlich Einkommensquellen zu vermitteln, damit sie nicht wildern in der Umgebung und trotzdem einen besseren Lebensstandard erreichen. Chiquita hilft dann beim Verkauf dieser Souvenirs. Die geernteten Bananenstauden kommen in der Wäscherei an. Da werden die einzelnen Bananenhände abgeschnitten und sauber gewaschen. Denn sonst verrottet die Frucht auf der langen Reise nach Europa. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, scheint das Motto von diesen vielen Arbeiterinnen und Arbeiter zu sein. Banane ist noch immer mit viel Handarbeit verbunden. Und am Schluss kommen die grünen Bananen den Chiquita-Kleber über, mit der Zertifizierung von der Rainforest Alliance. Anschliessend verpackt man sie in die berühmten Bananenschachteln, die leider heute auch nicht mehr so aussehen wie früher. Zuletzt werden sie im Container verstaut. Vor 25 Jahren sind die Bananen noch mit dem Zügli die 20 km von Changuinola in den Hafen von Almirante gefahren. Heute gibt es das Eisenbähnchen nicht mehr. Die Bananen werden jetzt im Container auf Lastwagen transportiert. Auch in Almirante ist die Hafenromantik vorbei. Ein gewaltiger Kranenwagen von 60 Tonnen lupft die ganzen Container vom Lastwagen und biegt sie auf. Container haben übrigens Kühlaggregate eingebaut und halten die Bananen auf konstant 13 Grad Celsius. Und von da aus fahren sie dann über den Atlantik bis in die Schweiz. Zurück auf der Karibikinsel Dominica. Wir gehen zu Berg. Vor uns liegt eine 6-stündige Wanderung quer durch den Dschungel. Der Weg geht von Laudat bis zum Boiling Lake. Der Boiling Lake ist ein Bergsee mit kochend heißem Wasser. Spektakulärsieger heisst es. Ich habe das gemacht, was man ja nie machen sollte. Ich habe schnell im Internet recherchiert. Und wenn man Boiling Lake googelt, macht einem das nicht wirklich Mut. Also einer hat mir geschrieben, ja, er hat also doch schon ein paar Marathon absolviert. Aber die Wanderung zum Boiling Lake, das ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Also wahrscheinlich die härteste Wanderung von meinem Leben. Chris, was hast du das Gefühl? Ein Flachland-Enzian wie ich im tropischen Regenwald? Ja, ich glaube, das schafft das gut. Die einzige Sache ist die Einstellung. Es geht rauf und runter und rauf und runter. Und dass man die Einstellung gut behalten, dass man einfach das schafft und nicht denkt, ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Wanderung. Das wirst du gut schaffen. Es ist alles mental. Es ist mental. Und leck, und bin ich motiviert. Normalerweise gehst du einfach an eine Wanderung rauf, dann kommst du zum Ziel und dann gehst du wieder runter. Und da gehen wir eben rauf, runter, rauf. Und wenn du am Schluss im Ziel bist, musst du wissen, musst du den gleichen Weg wieder zurück. Und das ist auch mental ein bisschen eine Herausforderung, aber das schaffst du. Tipptopp. Plus habe ich gehört, hast du noch einen Thurgauer-Öpfel dabei. Für den Notfall. Also gar zwei Thurgauer-Öpfel dabei. Pflanzen und Tiervielfalt schon auf den ersten paar Meter zeugen davon, dass man auf fruchtbarem Vulkanboden wandert. Das Gebiet ist geschützt und ein UNESCO-Weltnaturerbe. Begleitet auf der Wanderung werden Chris und ich vom Squashy, ein langjähriger Freund der Familie Burkhardt. Und es ist, wie Chris vorausgesagt hat, Stegeli auf, Stegeli ab. Und immer wieder entdeckt man Neues.
die gesamte Pflanzenwelt von Dominica. fernweh.sf.tv. Aber ich bin nicht die Einzige, die hier so schnauft. Der Tino hinter der Kamera merkt es fein auch schon ein bisschen. Weil Dominica so zerklüftet und hügelig ist, war die Insel ein gutes Versteck. Die Ureinwohner konnten sich hier am längsten gegen die Kolonialmächte wehren. Heute leben die Letzten auf Dominica in einem Reservat. Sie gehören zum Stamm der Kariben und haben der Karibik den Namen gegeben. Nach 2 Stunden Marsch sehen wir unser Ziel schon, einmal von weitem. Oh, it's that from ist das the dort der Boiling Lake? Ja, das so. Ist er. Es dampft uns schon entgegen. Ihr lebt auf einem Vulkan. Ja, ja. Auf einem, der gar nicht so ganz inaktiv ist. Ja, ja. Eigentlich hat es 8 Vulkane auf Dominica. Ah, ja, das ist auch beruhigend. Und wo wir wohnen, hat es wirklich, oben ist nicht heiß, aber es hat sogenannte Kohlsulfide, kalte Schwefelquellen. Die brodelt es, aber kalt. Aha. Und ist aktiv. Aber ist es kontrolliert oder musst du eigentlich immer damit rechnen, dass irgendwann der große Gutsch kommt und also, es kann schon sein, dass es kommt. Das weiss man nie. Aber inzwischen, in der heutigen Zeit mit den Wissenschaften und so, kann man recht gut monitoren. Also zumindest hofft man es. Ja. Es kann immer noch Überraschungen geben, aber man kann recht weit voraussehen. Zum Beispiel, anscheinend, wenn etwas tut, dann tut sich auch die Vegetation ändern. Mhm. Weil dann die Gase kommen irgendwo raus und gewisse Pflanzen können die Gase dann nicht tolerieren. Und wie das aussieht, wird uns gerade vorgeführt. Aber das glaubst du jetzt nicht. Doch kommt wirklich dann gerade Mondlandschaft da hinten. Sieht gerade aus wie nach einem Chemieunfall oder so. Nicht zu weit, schau aufpassen. Nur gut, du klopfst. Ja, ich muss das holen. Wir sind im Valley of Desolation, im Tal der Verzweiflung. Schroff, steinig, schön. Es wächst kaum etwas da. Und es liegt sogar in der Luft, dass es im Erdinneren brodelt. Es schmeckt ein bisschen wie Schnuddernase vom Teufel hier. Ja. Schwefel. Es kommt mir vor, als würden wir auf einem Dampfkochtopf stehen. Und hier mehr wie hot. Du und Chris steig dort oben. Du aber einfach. Wow. Gib dir Sorge. Was ist es warm? Das ist heiß hier. Extrem. Das ist kühl und da mischt es. Der Squashy behaltet uns im Auge. Er kennt die Natur gut und auch ihre Gefahren. Selber ist er einmal 3 Wochen lang auf offenem Meer getrieben und hat überlebt. Du bist auf einem kleinen Boot, ohne kein Wasser und nichts zu essen. Und wie lange das? 18 Tage ohne Essen, 14 Tage ohne Wasser. Also du hast nichts gehabt, aber immer Hoffnung. Ja, ich gebe doch nicht auf. Ich habe Übungen gemacht, habe gebetet und bin sicher, dass ich überlebe. Wenn der Kopf mitmacht, gehst du nicht so schnell unter. Ein Mensch kann ohne zu essen einen ganzen Monat lang überleben, glaube ich. Man darf sich einfach nicht aufgeben. A man can stay long without food, you know. I believe that, a whole month. Yeah, you are the proof. It's just the mind. Mit so einem Überlebenskünstler an der Seite kann einem nicht mehr viel passieren. Wir marschieren weiter. Der Dampf zeigt uns den Weg zum Boiling Lake. Oh la la! Und das letzte Mal geht es noch mal richtig bergauf. Also am Dampfen haben wir es jetzt nicht geschafft. Weißt du, meinst du, wir dampfen oder da vorne dampfen? Beides. Das ist eine gute Frage. Ich dampfe fast so fest wie. Das eben. Und endlich stehen wir vor ihm. Das ist er, der kochende See, der Boiling Lake. Ja, gell, hast du schon ein bisschen Angst? Und es ist eben verändert immer, gell? Du musst schauen, es ist nicht immer gleich. Nein, da hast du wirklich, das etwas habe ich wirklich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Noch nie. Das ist eben der 2 Größte von der Welt, sagt man, gell? Nach dem von Neuseeland. Einmalig.
Und ist lässig, haben wir es geschafft? Ja, gell. Ich habe gedacht, wollte sagen, ich bin nicht ganz sicher, von was ich jetzt leichte Knieschlotterie habe. Ich glaube aber, es ist eher vom Weg als jetzt vom Anblick. Wirklich so. Ja, ein bisschen wie Fitness. Ja, ja. Ja, ja. Aber jetzt können wir eine schöne Pause machen. Das ist super. Und dann nachher können wir das wieder erholen. Dann gehen wir alles noch zurück, weil es so schön war. Genau. Aber zuerst gehen wir noch runter zum Seeufer. 90 Grad warm, sechs Wasser am Rand. Wie ein gigantisches Becken zum Inhalieren. Wir müssen noch ein bisschen Eukalyptus drin tun. Aber das schmeckt nicht nur nach unten. Das schmeckt irgendwie anders noch. Ja. Ist das gut? Es ist wirklich einfach. So wie heiß das Wasser ist, heiß. Das ist. Aber von den Temperaturen. What are you doing? Going for a swim? Yeah. Yeah? Du tust ein Liebli ab. Du, nein, schaut euch das an. Du. Und von unserem kochenden See gehen wir jetzt zu Wäldern, die dampfen. Wir machen uns auf die Spuren von einem fast vergessenen Schweizer Pionier. Der Henri Pittier hat im letzten Jahrhundert die Wälder von Mittel- und Südamerika erforscht. Und das so erfolgreich, dass man ihm den Schweizer Humboldt gesagt hat. Die Fernsehreporter Myra Zabel und Mitya Riedbrock sind auf Venezuela gereist, wo sogar ein Nationalpark Henri Pittier seinen Namen trägt. In Caracas nehmen wir die Spur vom Schweizer auf. In der Bibliothek des Botanischen Gartens ist der Henri Pittier überall präsent. Als Visionär und als Kämpfer der Biodiversität hat er bis heute einen glänzenden Namen. Der Henri Pittier hat zwischen 1917 und 1950 in Venezuela geforscht. Er hat einen riesigen Schatz an Wissen hinterlassen. Ein Pittier, sein Werk und seine Lebensgeschichte werden oft mit dem Naturforscher Alexander von Humboldt verglichen. Wir treffen jemanden, der viel über ein Pittier weiss. Pittier kommt 1917 ins Land und als erstes stellt er mal gleich einen Katalog zusammen von Pflanzen. Als erstes macht er gleich eine Karte. Wo alles festhaltet betreffend Artenvielfalt, Landwirtschaft und Geologie in Venezuela. Der Henri Pittier bezeichnet das Werk als ökologische Karte. Der Begriff Ökologie war damals noch nicht selbstverständlich. Und er wird zentral für sein ganzes Arbeiten. Pittier hat praktisch dazu beigetragen, dass die Republik oder dass der venezolanische Staat von 1920 bis 1940 praktisch sich konsolidieren konnte als Gesellschaft. Also er ist ein Humboldt, aber in der zweiten Stufe. Auf unserer Spurensuche fahren wir mit dem Botaniker Huber in den tropischen Nebelwald von Rancho Grande. Die tropischen Wälder haben den Pittier besonders angezogen. Und der mühsame Weg dorthin konnte ihn nicht davon abhalten. Und man muss wirklich staunen, wie das eigentlich Pittier vor 60, 70 Jahren, 80 Jahren geschafft hat, hier so oft heraufzukommen auf diese damals noch unwegsame Landstraße hier. Das ist wirklich für die damalige Zeit eine Pionierleistung. So, jetzt fahren wir hinauf zur biologischen Station. Die haben sogar das Tor hier geöffnet für uns. Denn normalerweise ist das immer zu. Und jetzt mitten im Urwald eine gigantische Ruine. Ein Luxushotel, das nie fertig wurde. Voilà! Da sind wir im Parkhotel Rancho Grande, so sollte es heißen. Parkhotel Rancho Grande. Der Henri Pittier war ein visionärer Geist. Er wollte den Wald von Rancho Grande schützen. Das ist dem Schweizer auch gelungen. Die Gegend von Rancho Grande ist 1936 das erste Naturschutzgebiet überhaupt von Venezuela geworden. Später hat man den Nationalpark nach dem Henri Pittier benannt. In der Ruine war lange eine Forschungsstation. Viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt sind Pittier gefolgt. Auch Otto Huber, der vor 40 Jahren aus dem Südtirol ist, hierher kam. In diesem Raum hatten wir 1974, 1975 hatten wir hier große Essgelage mit unseren chilenischen Freunden, mit dem amerikanischen Vogelkundler.
Das waren die Gästezimmer hier. Ja, ja. Es tut schon etwas weh natürlich, denn an sich, gut, das Gebäude war immer eine Ruine. Aber dieser Teil hier war sehr schön gehalten und es war angenehm, hier zu leben und alles. Die Forschungsstation ist schon lange nicht mehr in Betrieb, der Bau zerfallen. Und doch kommt manchmal Leben in die riesigen Räume. Wenn Schulklassen aus der Stadt mit ihren Lehrern eine Exkursion machen und den Ökologieunterricht naturnah erleben. Ob die jungen Leute noch wissen, wer der Henri Pittier ist? Klar, sagte der junge Lehrer. Der Pittier sei ein Schweizer, einer aus der Romandie gsi. Und er habe einen Grossteil von Venezuela erforscht. Wo sich alle zum Gruppenfoto versammeln, beweisen auch die Schüler, dass sie den Schweizer kennen. Ja, er ist der Begründer von dem Nationalpark. Und der ist wichtig, wegen seinem Reichtum an Pflanzen. El Sabio, den Weisen, hat man Pittier gesagt, als er noch gelebt hat. Nicht einmal eine Beinverletzung hat seinen Forschungsdrang gebremst. Wochenlang war er auf der Suche nach unbekannten Pflanzen, oft bis zur Erschöpfung in den Wäldern unterwegs gewesen. Der Schweizer ist zu einem international anerkannten Fachmann geworden von diesem einmaligen Ökosystem Nebelwald. Das ist Nebelwald in seiner besten Ausdrucksform in den amerikanischen Tropen. Es gibt nur noch in den Anden schönere Nebelwälder als die hier von der venezolanischen Küstenkordillere. Die Nebelwolken bilden sich, wenn die Luft vom Meer über den Bergen aufsteigt, sich abkühlt und kondensiert. Die Natur ist entsprechend üppig und pflanzenreich und der Wald verhindert die Erosion vom Boden und speichert das Wasser. Ein Pittier Kampf um den Erhalt der Nebelwälder hat die Politiker überzeugt. Der Nationalpark Henri Pittier ist der erste von heute 40 Naturparks in ganz Venezuela. Da hat er also absolut ein ökologisches Gedankengut in die Gesellschaft hineingebracht, das absolut für die damalige Zeit hier in den Tropen Südamerikas einmalig war. Dank dem Schweizer Naturforscher wächst der Nebelwald weiter. Und vergessen gehen auch nicht die 16'000 Pflanzen, die der Botaniker Pittier entdeckt oder bestimmt hat. Sein Herbar steht im Botanischen Garten von Caracas den Forschern zur Verfügung bis heute. In einem von den 300 Flüssen von Dominica kühlen wir nach der Wanderung die müden Muskeln. Wobei, kühl ist in der Karibik relativ. Das Wasser sprudelt lauwarm zum Felsen aus. Und wenn Sie die schönsten Plätze der Karibik selber entdecken wollen, dann sind Sie bei Fernweh richtig. Machen Sie mit beim grossen Wettbewerb. Wühlen gibt es als Sofortpreis einen Gutschein von Transa für eine Outdoor-Ausrüstung im Wert von 1'000 Franken. Einfach anrufen auf die Nummer 0901 55 77 11 und schon sind Sie dabei. Mitmachen können Sie auch per SMS oder gratis per WhatsApp. Die Leitung ist bis am Mittwochabend offen. Und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie vielleicht sogar einen von drei Hauptpreisen. Eine Reise im Wert von je 10'000 Franken aus dem Angebot von Globetrotter, einem Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. So, geht's da auf Montserrat? Ja, die richtig. Unsere Reise durch Karibik geht weiter. Von unserem nächsten Ziel, Montserrat, haben wir allerdings schlechte Nachrichten bekommen. Ich habe gehört, der Vulkan sei gerade wieder aktiv. Ist das so? Volcano? Yes, what happens? It is not asleep.
Ja, schlafen tut er nicht mehr. Er macht sich ziemlich bemerkbar. Aber bis wir dort sind, ist die Landepiste wieder sauber. Extra für euch. Ja, gerade so. Also tut sich richtig etwas. Oh ja, die Feuerwehr spritzt in diesem Augenblick sicher gerade Pisten ab. Wenn wir ankommen, sollte alles sauber und klar sein. Hoffentlich. Jump on board. Ein letzter Blick zurück auf Dominika. So üppig und grün werden wir es lange nicht mehr haben. Aber das weiss ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir sind eine Stunde im Propellerflugzeug unterwegs. Fliegen von Dominica über das französische Guadeloupe und steuern Montserrat an, wo zu England gehört und gerade mal so gross ist wie der Vierwaldstättersee. Und Montserrat sieht schon aus der Luft ganz anders aus. Der Vulkan Soufrière Hills schickt Rauchwolken in den Himmel und man sieht Dörfer und Städte, die von der Lava zugedeckt worden sind. Auf Montserrat kennt man die Schattenseite des Karibikparadies. Ein grosser Teil der Insel ist wegen dem Vulkan unbewohnbar. Exclusion Zone, Sperrgebiet. Wo wir ankommen, regnet es Asche. Wir werden abgeholt von einem, der seit 20 Jahren auf Montserrat lebt und schon einiges erlebt hat. This is the worst that I've seen it in. So schlimm wie jetzt war es schon lange nicht mehr. 3 Jahre haben wir ganz Ruhe gehabt. Und jetzt auf einmal ist der Vulkan wieder aktiv. Die Asche ist überall. Es sollte regnen. Oi, du. Du siehst nicht mehr das Meer runter. Ja, ja, das sieht also wirklich, das sieht ungut aus. Der David Lia fährt mich zum Vulkanforschungsinstitut von Montserrat. Dort werden sie wissen, was man hier noch erwarten muss. Wie ein Vulkan alles lahmlegen kann, das haben wir ja kürzlich in Island gesehen. Hier auf Montserrat geht es nicht nur um Fluglinien, sondern um Häuser und Städte. Der Vulkan wird darum genauestens beobachtet. In der Forschungsstation sind sie im Stress und in Alarmbereitschaft. Keine Zeit, heisst es. Aber schliesslich sind wir angemeldet, der David lässt nicht locker. Von Ihnen haben wir gerade geredet. Der Chef höchstpersönlich läuft uns in die Arme und kann jetzt fast nicht mehr anders als Auskunft geben. Im Forschungszentrum arbeiten ein Dutzend Wissenschaftler und Geologen rund um die Uhr. Jede Bewegung wird aufgezeichnet und ist Teil von langjährigen Beobachtungen. Und der Chef bestätigt, es sei außergewöhnlich. Der Vulkan sei so aktiv wie schon lange nicht mehr. Seit ein paar Tagen gibt es immer wieder Ausbrüche. Gefährliche Aschewolken und Feuerwalzen kommen den Hang ab. Ob das Vorzeichen sind von einer grossen Eruption, weiss man nicht mit Sicherheit. Der Paul zeigt uns die Bilder von der letzten Nacht, aufgenommen von einer hochsensiblen Infrarotkamera. Temperaturen bis zu 1000 Grad misst man. Eine tödliche Gefahr. Was ist Ihre Hauptaufgabe hier? Arbeiten Sie für die Sicherheit der Insel mit der Regierung zusammen oder geht es mehr um Wissenschaft? Eine wichtige Aufgabe ist sicher die Information der Inselbevölkerung. Ich mache zum Beispiel jeden Tag ein Radiobulletin, wo mir informiert, welche Zonen offen sind und wie aktiv der Vulkan gerade ist. Zum Schluss zeigt mir der Paul Cole, wo die Grenze von dieser Zone durchgeht, wo niemand mehr wohnen darf. Weil der Berg nämlich mehr kann als räucheln. Das hat man zu Montserrat lernen. Im Moment sieht es so aus, als hätte man es einigermaßen im Griff, soweit man es überhaupt irgendwie kann, im Griff haben. Aber bis 1995, 1997 haben die Leute gedacht, sie seien nicht gross in Gefahr. Und dann ist wirklich der Vulkan ausgebrochen, eine riesengroße Explosion. Und wie das ausgesehen hat, wie das tun hat, das sehen wir dann in einer Woche. Fernweh Karibik. Und das sehen Sie nächsten Freitag auch noch. Aschen überall und unseren Fahrer, der sich als abenteuerlustiger Vulkanfilmer entpuppt. Here it is, folks. Die Bewohner von Montserrat, die ihren Vulkan mit viel Humor nehmen. Bissige Freunde begegnet dem Schweizer Fotograf Thomas Marent im Dschungel. Da würde der karibische Traum mit einem Biss enden. Bilderbuchstrände auf St. Martin und der höchste Berg von Holland,
der liegt in der Karibik. Das ist «Fernweh Karibik», eine Sendung voll von Gegensätzen. Ich war nie so locker in den Hüften wie bei dieser Moderation. Schau mal, was ich für eine Überraschung gebracht habe. Nein! So ein bisschen verdinkelt. Nein! Eine Welle! Eine warme Welle für mich. Fernweh in der Karibik. Mit Transa Outdoor-Ausrüstung und Globetrotter Travel Service. Fernweh. Alle 7 Sendungen der Reihe Karibik sind ab September auf Doppel-DVD erhältlich. Bestellen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gleich jetzt im Internet. shop.sf.tv.